Ein herzliches Grüß euch bei Vorbeigeschaut. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir vorbeigeschaut habt. Ich habe heute vorbeigeschaut bei der Frau Edeltraud Steinbacher von Traudis Jausenstation im wunderschönen Wurzen Köstenberg bei Velden. Und liebe Traudi, ich freue mich, dass ich mit dir ein bisschen plaudern kann. Und ja, du wirst uns jetzt ein bisschen von deinem wunderschönen Ambiente erzählen und natürlich auch von deinen Kostbarkeiten, von deinen kulinarischen, auf die ich mich ja schon persönlich sehr freue. Weil wir schon bei den Kostbarkeiten sind, das ist ja eine eigene Dammwildzucht, die du betreibst. Ja, Dammwildgehege. Dammwildgehege. Ja. Ja, zählt leider auch zu einer der Kostbarkeiten im Herbst. Ladest du ja speziell ein in einer limitierten Form. Genau, da gibt es dann das Wildwochenende, also auf einen Sonntag machen wir das Dammwildessen und das ist auch auf Bestellung und das wird sehr gerne angenommen und das finden die Leute eben sehr gut. Und über den Sommer können deine Gäste kommen, ist eine kleine Attraktion, können uns füttern mit trockenem Brot, Karotten. Genau, genau. Manche Gäste wissen schon, was sie bringen und die füttern sie dann. Und da haben sie auch nur zwei dabei. Die Kinder sind mit dabei. Ja, für die Kinder ist das sicher ja, ganz ja, lieb. Ja. Nur, ich glaube, denen Kindern sollte man nicht sagen, dass das dann im Herbst auch kommt. Ist vielleicht. Nein, weiß ich nicht. Aber ist vielleicht nicht so. Aber schön, ganz lieb. Ja. Ja. Ja, und zu unserer Jausenstation. Wir sind da in Wurzen. Und wir haben da 90 angefangen mit einer Buschenschenke und 97 haben wir dann umgesattelt auf eine Jausenstation mit unter anderem mit warmer Küche auf Vorbestellung und bei uns gibt es da eben auf Vorbestellung Ripperlan, was unsere Spezialität ist, Bockhändel, da gibt es einen speziellen Kartoffelsalat dazu, den gibt es nur bei uns, sag ich einmal, und einen Krautsalat. Und auch die Bretteljause wird sehr, sehr gern angenommen und schaut da ganz. Was macht dein Kartoffelsalat so speziell? Ja, unser Kartoffelsalat ist speziell. Die Gäste sehen selber, was da drinnen ist, vom Gewürz her. Da bin ich ein bisschen, das ist mein Rezept. Aber es sind eben unter anderem Karotten drinnen, Ei schneide ich dazu und also die Gewürze, das harmoniert. Fürs Auge schaut da gut aus. Und ja, und das wird sehr, sehr angenommen. Das klingt ja sehr verlockend. Ist ja fast schon eine eigene Mahlzeit für Vegetarier vielleicht. Ne? So ist es, ja, dazu. Das kann man schon sagen. Ja, das wird schon so hinkommen. Man, das ist auf jeden Fall klar, ein Traum. Man, hinter uns oder hinter dir, die Karawanken. Ja. Ja, ist ja, ich habe immer so gesagt, ich komme ja sehr gern zu dir rauf. Gell? Und ich sage immer so, ein Ausblick wie ein Ansichtskarten. So ist ja. Es, ja. Und das ist wunderschön. Ich glaube, man sollte es den Leuten zeigen, dass da natürlich auch auf dieser Terrasse, natürlich, wir befinden uns heute im Mitte Februar an einem schönen, zu Ende gehenden Wintertag. Ne? Ja. Der Frühling klopft ja schon an, man hört ja an die Vögel an und die Sonne ist ein schöner Tag, es scheint schön. Aber im Frühling und im Sommer ist ja das noch viel, viel schöner. Zum Anschauen und ich genieße den Anblick immer, wenn ich bei dir bin. Ja, das machen auch die Gäste sehr gern, die kommen her, die fühlen sich da wohl auf der Terrasse, haben den Ausblick, die Ruhe und das ist einfach ganz herrlich. Das glaube ich. Ja. Weil du hast ja dann die Terrasse auch, also eben ja, aufgestellt, haben, Bänke ja, und wir haben da auch Tische. Große Tische und also für 30 Personen Platz und die schön. Gäste was kommen, die fühlen sich da wirklich wohl. Die kommen gern her. Ja, ich glaube, das ja. Ist ganz was ganz ein Spezielles, ja. Ganz ein spezieller Ausflug ja. Da zu das dir. Wollen wir reingehen in die Stuben? Ja, gehen wir. Ich glaube, du hast ein bisschen was, gerichtet ja. Von dem, was du erzählt hast. Genau. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. offiziell sein, dürfen wir ja eigentlich gar keinen Wirts- und Gasthausbesuch machen, aber ich habe mich ja angekündigt, eben bei vorbeigeschaut. Und nachdem ich ja bei dir vorbeigeschaut hat, warst du so nett und hast mir was gerichtet. Glaube ich, so glaube ich, können wir uns ein bisschen ausreden von dir. Ja, ich glaube schon, dass das so passt. Gell? Ja. Das Ganze ist dann geschmückt mit Blumen und hast ja schöne Dekorationen vom Wagenradl angefangen. Ja. So riecht es das ja. Und schön. Und
der Ausblick Norme ist ja eigentlich, spricht eigentlich für sich. Genau. Ja. Also wo man halt hinschaut, sind Blumen, ob da am Boden, bei den Fenstern sowieso alles voll geschmückt mit sehr, sehr viel Blumen. Es ist sehr viel Aufwand, aber ich liebe Blumen und habe auch einen grünen Daumen, sagen sie schön zu mir, dass ich habe. Und ja, im Sommer ist alles gepflegt, jetzt ist halt ein bisschen nicht so einladend, ja, sage ich einmal. Ja. Aber im Sommer ist das schon ein schöner Anblick. Das ist auch jetzt wetterbedingt, ja, saisonbedingt und wenn natürlich auch ein bisschen situationsbedingt. Ja. Ja. Du machst dir einen eigenen Kirchturm auch. Machst du ihn im August, glaube ich, machst du den zum Kirchturm in der Zeit oder zu einer separaten Zeit? Der ist immer, also 20 Jahre haben wir den Kirchturm gehabt, den haben wir leider müssen jetzt absagen, weil einfach mit den Arbeiten Feuer und so, ja, schlecht ist mit dem Personal. Aber wir haben 20 schöne, wunderschöne Kirchtage gehabt und auf das bin ich stolz. Wir haben uns einen eigenen Kirchtag damals gegründet, wie wir mit der Jausenstation angefangen haben, weil ich einfach ein bisschen ein musikalisches Blut in mir habe und habe gesagt, ein Kirchtag ohne Live-Musik, da läuft gar nichts. Gell? Und so haben wir angefangen mit guter Kapelle von Dechelsberg, waren die, haben wir 2-3 Jahre gehabt und immer Live-Musik, es war einfach immer toll. Da haben wir ein Zelt aufgestellt, da haben wir Mittag schon zwischen 150, 200 Gäste gehabt, Mittag schön, mit unserer relativ kleinen Küche haben wir das alles geschaut. Ich erinnere mich, ich durfte ja einmal bei einem Kirchtag von dir dabei sein, ich glaube gemeinsam mit Manfred Dissalt, wir waren da so spezielle Gäste, ja. Aber ich sage ganz gut angekommen, glaube ich. Ja, gut, ganz sicher. Manfred Dissalt ist ja sowieso... Das war einfach was anderes, diese Stunde, wo ihr das gemacht habt, das war einfach sowas Nettes und einfach für die Gäste auch wieder einmal was anderes. Ja, genau. Es war eine andere Untermalung zu dem Kirchtag eine, das ich war einfach unterschiedlich. Ich habe ja eindeutig ein sehr konträres Programm zu einem Kirchtag. Aber es hat ihnen gefallen. Ganz, ganz, wirklich ganz was Liebes. Hat ihnen gefallen. Ja, genau. Auch das denke wir ich hoffen, wir hoffen natürlich heuer auf einen dementsprechenden Sommer, jetzt nicht vom Wetter her, sondern von der Situation her, dass wieder alles eine Normalität erreicht und dass du wieder einen Kirchtag 2021 machen kannst. Das wäre super, das würde mich sehr freuen, wenn das wieder so zustande kommen würde, ja. Aber so wie es jetzt einmal ausschaut, das ist problematisch mit der ganzen Situation. Wollen wir nur das Gute hoffen, dass die Saison wieder so wert, dass man wieder was unternehmen kann. So, darf ich in die Stube bitten? Ach, schau, schön. Das ist die Zirbenstube, gell? Das ist die Zirbenstube, ja. Weil du hast ja vis-à-vis auch eine kleine Stube, die ist ja sehr urig. Das ist ja, da hat man so das Gefühl, man kommt zur Oma essen. Genau. Gell? So eine offene Küche, wie so ein kleines Wohnzimmer. Ja, also, ja. Wir haben hinten die Küche vorne, haben wir 4 Tische auch. Wo sich die Gäste sehr wohl fühlen, wenn sie da in die Kuchel kommen. Ach, wir bleiben mal gleich bei dir, sagen viele. Sag ich, ja, ist okay, passt. Und dann, man hat einfach viel mehr einen Kontakt mit den Gästen. Mit den Gästen. Aber die Gäste sitzen auch da herinnen sehr gern. Wir haben da oft schon Veranstaltungen gehabt. Wir haben da schon Hochzeiten gehabt. Taufen haben wir schon gehabt da herinnen. Einfach weil es ihnen die Stuben gefällt. Man kann da die Tische, eine ganze Tafel machen, zusammenschieben. Ja, ja, und so. Unsere Enkelin hatte ja auch das große Vergnügen, ihre Tauffeier hier auszurichten. Aber da sind wir draußen gesessen, kann ich mich erinnern. Ja, da war die Terrasse gerichtet für die Taufe. Apropos sitzen. Ich bin so frei und nehme schon einmal Platz. Bitte gerne. Ja. Also der Anblick alleine ist ja schon ein Traum, was du da gerichtet hast. Also das sind so die typischen Traudis Schmankerland, so genau, Schmankerland sagt man. Ja, also fangen wir von vorne an. Also das, ja, das sind deine berühmten Bockhennen. Das sind die Bockhennen, ja. Eben, und da gibt es den Kartoffelsalat dazu, ja, auch zu den Ripperlern, das sind die Ripperlern. Ja. Was ist das Besondere an diesem Ripperler? Weil wenn oft die Leute sagen, Asperger gibt es, naja, ne? Aber bei dir ist ja das was Besonderes, das sind ja ganz besondere. Ja, die Ripperlern, da ist auch wieder so, da gibt es von mir aus auch wieder ein eigenes Rezept.
Und das kann ich auch wieder nicht weitergeben, weil Gäste fragen, Ma, was tust du denn alles dazu? Sag ich, ja, Würzen, so wie ein Schweinebraten, aber da gibt es halt noch was Spezielles noch dazu. Ja. Auf jeden Fall weiß ich über deine Ripperlang Bescheid. Wir kommen ja sehr oft, um sie zu genießen. Und ich weiß, dass sie eigentlich wirklich vom Knochen fallen, liebe Freunde. Ja. Also jetzt abgesehen davon ist wirklich das Fleisch sehr zart, sehr bekömmlich und geschmacklich wirklich sehr, sehr gut. Und da haben wir dann die Bretteljause. Ja, ist ein Bretteljause ist ja in Kärnten eigentlich sehr, sehr weit verbreitet. Ja. Aber bei dir ist das Besondere, dass ja zum Beispiel das Hauswirschel ist ja, ist das nicht von deinem Dammwild aus? Hauswirschel nicht, aber die Salami. Die Salami. Okay. Wir machen von unserem Dammwildfleisch Salami und eben im Oktober das Dammwild essen. Und vom frischem Fleisch, da machen wir dann die Salami. Und damit ist ja, ist deine Bretteljause auch wieder besonders, weil es eben eine Salami von der eigenen Dammwildzucht ist. Ja, Brot klarerweise dazu. Ja, und ja, unsere Bretteljause, wir machen die Bretteljausen so, weil es soll ja, jeder Gast soll ja ein bisschen zum Arbeiten auch haben mit der Jausen. Gell? Und so gibt es halt, die Bretteljausen ist so, mit dem Speck ganz, das Hauswürstel ist ganz, das müssen die Gäste selber aufschneiden. Da gibt es ja eigene Technik, wie man das schneidet. Na, manche schneiden es dicker. Ich bin halt einer von denen, die sagen, ja, dicker schneiden. Aber normal gehört das ganz dünn geschnitten. Ganz dünn geschnitten und dann eben. Ja, ja. Ja, ja sehr, schaut so wirklich sehr, sehr köstlich aus. Ich freue mich. Ich werde jetzt absichtlich vor der Kamera jetzt nicht zu essen beginnen, weil man dann möchte es mir... Man, vielleicht mit mir mitessen, ja. Ich werde dann nachher das eine oder andere genießen. Ich freue mich auch schon sehr drauf, weil das werden wir ja jetzt nicht zurückschicken. Ne? Nein, das werden wir nicht. Ja. Und da freuen wir uns auf. Und was trinken die Leute dazu? Was gibt es bei dir besonders zum Trinken? Bei uns gibt es einen speziellen Apfelmust, einen reinen Apfelmust, Naturpur vom Fassel wird der her transportiert und da über Druck außerglossen und das ist wirklich ganz ein naturpurer Must. Aber da du ja nicht nur eine Buschenschenken bist, sondern auch eine Jausenstation, dass du, und dadurch mehr, da gibt es auch bei dir, was bei den normalen, bei den Buschenschenken nicht gibt, gibt es bei dir auch Bier, Säfte, Wein gibt es bei dir natürlich auch, was vielleicht für die Leute nicht uninteressant ist, die dich nicht kennen, dass sie sagen, bei der Traudi gibt es eben nicht nur Apfelmost, sondern auch Bier und Wein. Genau. Und einen ganz besonderen Zirbanen hast du, weiß ich. Was macht dein Zirbenschnaps so besonders? Ja, ist der da von den Tschurtschalern aus der ja, Umgebung? Oder? Die Tschurtschalern, die kommen schon aus Kärnten. Aber wir haben einen Freund und auch Gäste, der macht das für uns. Ja, also selber, wir haben, also mit der Tochter, die Tochter hat da auch schon mitgeholfen mit den Zirbenschnaps machen, aber jetzt macht uns der Freund und der wird auch sehr gern getrunken, ganz ein guter, das ist gut für den Morgen. Kann ich auch nur bestätigen. Ja, siehst. Ja, und so. Ja. Traudi. Ist das mit der Jausenstation? Ich möchte in unserem Gespräch dieses Wort Lockdown und Corona, ich möchte es vermeiden. Aber trotzdem befinden wir uns in einer Situation, die gerade für die Gastronomie nicht sehr leicht ist. Wenn, ja. Wie gehst du damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Voriges Jahr im Frühjahr ist das noch relativ lockerer gegangen, aber jetzt dadurch halt schon 4 Monate zu ist, ist das nicht so leicht. Weil du hast ja durchgehend geöffnet. Wir haben mal durchgehend geöffnet, wir haben donnerstags Ruhetag, aber so wie jetzt die Situation ist, ist das schon zach, sage ich einmal. Das wird hart. Und bis da wieder alles aufgeholt wird, ich meine, aufholen kann man da sowieso nicht mehr,
Nicht, das ist eh schon verloren. Aber das finde ich eigentlich schade, dass genau das Gastgewerbe so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass ich da einfach nicht etwas halt bringen, dass ich das Gastgewerbe, die Lokalen ein bisschen aufmachen. Irgendwie unterstützen. Ja, dass sie das. Ja, ja. Das ist nicht so einfach so. Wir hoffen ja wirklich alle auf eine ganz normale Situation wieder, wo es wieder so einmal ist, wie es einmal war. Auf das freuen wir uns alle. Wir sehnen uns ja schon alle danach. Und wir hoffen natürlich, dass das Ganze jetzt spätestens mit Ostern vorbei ist und dass es dann auch einen dementsprechend schönen Sommer geben wird, wo auch wieder alles halbwegs normal ist. Dann wird es auch wahrscheinlich einen Kirchtag wieder geben. Ja, dann werden die Leute wieder kommen und werden deine Schmankerl genießen können. Ein wunderschönes Ausflugsziel bei dir. Und das wünschen wir uns, weil ich glaube, das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig, dass Leute, die gerne, weil sie sagen mir an, der nicht gerne irgendwo hingeht oder sich gerne irgendwas Schönes gönnt. Ja, und bei dir spielt ja das alles mit einer Rolle. Ja? Da ist der Ausblick, die Luft, die Natur. Man kann draußen sitzen, man kann gut essen, man kann gut trinken, man kann sich gut unterhalten mit dir. Schon, ja. Das macht ja das Besondere auch aus. Wie viele andere Ausflugsziele auch, bist du eines der renommiertesten, was ich kenne. Und deswegen möchte ich dich auch sehr wärmstens auch natürlich empfehlen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön bei dir. Darum komme ich persönlich auch sehr gern zu dir. Trotz allem, du hast ja so eine Art Lieferservice. Kann man das so eine Art nennen? Oder die Leute bestellen bei dir und du... Die Leute bestellen bei uns, ja. Entweder viel das aus dem Haus zu sehen, nach Haus, oder die holen es ab. Also das hast du immer schon gehabt, das quasi zusätzlich immer schon angeboten. Ja. Und ist das jetzt auch noch aktuell? Wenigstens? Das ist jetzt auch noch aktuell, okay. Und die Leute holen das sehr gern und die gefallen sich immer, wenn sie gute Ripperlern kriegen, gute Händeln kriegen, den Erdäpfelsalat dazu. Das sind unsere Spezialitäten, was wirklich am besten geholt wird. Und es gibt auch im Sommer Gäste, die was zu Hause grillen. Dann rufen sie mich an, Trotti, kannst du einen Salat machen? Mir ist der Griller eingegangen, bring mir ein paar Ripperlern. Ne? Nein, nur Salat. Können sie auch bestellen zum Grillen dazu. Okay. Das mache ich auch. Ja. Also, wirklich, bei der Traudi ist wie zu Oma essen gekommen. Wirklich. So in der Richtung. Traudi, was ganz anderes. Du hast ja ein Hobby, also eigentlich ist das schon eine Leidenschaft. Du singst gerne. Ja. Und bist Mitglied beim gemischten Chor Felden. Ja. Da gibt es auch eine wunderschöne CD, die man wo bekommt? Eben bei den Chormitgliedern. Bei den Chormitgliedern. Ja, also das heißt, die Leute können, wenn sie da herkommen und nach der Bettljausen oder nach einem Zirbenen können, und sagen, Getraudi, ich hätte gerne eine CD vom gemischten Chor. So ist es, ja. Kann aber auch passieren, dass manchmal vielleicht ein paar da sind und das halt auch live gesungen wird. So auch das, ja. Einfach ja, so schön. Ja, ja, ganz, haben wir schon viel so Sachen erlebt. Das ist schon ganz tolle Erlebnisse gehabt, ja. Eben durch Singen auch, ja. Wird hoffentlich auch noch weiter bestehen, der gemischte Chorfelden. Gesungen werden wunderschöne Kärntnerlieder. Ihr habt ja auch schon Wettbewerbe gewonnen, habe ich gehört. Ja, und wir haben eben die CD voriges Jahr gemacht. Und im Herbst wollten wir sie präsentieren, aber durch den Lockdown hat uns das eigentlich nicht mehr zugelassen. Und das ist eigentlich schade gewesen. Voriges Jahr hätten wir sehr viele Auftritte gehabt. Und das ist bis jetzt also nicht zustande gekommen, eben durch die Corona-Lockdown. Seid ihr kein Einzelschicksal, also wir Künstler leiden alle darunter. Genau. Aber ich habe jetzt gerade reingezeigt, also so schaut der Chor aus. Wo bist du da? Da bin ich. Da bist du? Gleich neben dem Obmann. Neben dem Obmann. Ja, neben meinem Chef bin ich. Der liebe Werner, gell? Unser Herr
Klubber Werner, der ist unser Obmann. Ja. An dieser Stelle herzliche Grüße. Ja. Und ja, vielleicht machen wir mit Felden, also mit gemischten Chorfelden, machen wir auch vielleicht so vorbeigeschaut. Ja, das wäre ganz toll. Ich werde in einen Klubber kontaktieren. Ja. Traudi, so ist das. Ich freue mich, ja. Und wenn du singst, dann geht dir das Herz auf. Ja, das ist wirklich so. Singst du beim Richten auch, oder? Wenn du das hörst? Ja, da bin ich mit den Gedanken immer schon wieder woanders. Hoffentlich funktioniert das. Habe ich das schon beim Salat dabei? Habe ich das schon gemacht? Jetzt muss ich wieder zu den Rippen anschauen. Passt in der Fritteuse, passen da die Hände. Man schmeckt deine Leidenschaft. Ja, ist so. Zu deinen Gästen, das sind ja nicht nur so die normalen Bürger oder diejenigen, ja, die es da hinauf verschlagt als Ausflugziel sind. Du hast ja schon prominente Gäste auch gehabt, die auch immer wieder sehr gern zu dir kommen. Ja, haben wir schon sehr prominente Gäste. Also vom Nockhorn-Quintett angefangen, Friedel Würcher mit seinen Männern und dann eben Chris Keh haben wir schon da gehabt. Dann Schloss am Wörthersee habe ich schon eben durch den Chor ein paar Mal mit dabei sein dürfen. Da war schon Wussow, mit dem Wussow schon da und da. Der Retzer, der Retzer natürlich, und der darf nicht fallen. Gell, und ja, und so haben wir halt schon viele Prominente da. Manfred Diesel war schon da. Ah, ja, ja. Der war damals mit dir mit. Beim Kirchtag. Genau, der kommt ja so auch immer wieder sehr gern zu dir. Ja, er fragt auch immer nach dir, wenn ich mit ihm telefoniere. Genau. Ja. Ich habe mit Diesel auch so eine Plauderei gehabt, gell? Ja. Ja. Ja, und da haben wir auch natürlich über das ein oder andere gesprochen. Sagt der Roy Black war auch bei dir oder war der nie bei dir? Roy Black, nein, der war nicht bei mir. Schon, aber mit dem versammelt. Ja, mit dem haben wir eben das erste Mal Schluss am Wert, dass sie mitmachen habt dürfen. Habt sie gedreht und im Nachhinein hast du das hinauf eingeladen. Und du hast ja, so. So haben wir das. Ja, wunderbar. So haben wir das gemacht. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, ja, liebe Traudi. Ich werde jetzt zuschlagen, wenn ich darf. Ja, bitte. Und ich werde jetzt ein bisschen was verköstigen. Ich werde jetzt einfach dort schon einmal kosten. Einmalig. Also, ihr versäumt wirklich was. Kommt, wenn alles wieder normal läuft, zu Traudis Jausenstation nach Wurzen, Köstenberg bei Felden und genießt den schönen Ausblick. Genießt die kulinarischen Schmankerl an. Und dir, liebe Traudi, bedanke mich für die nette Plauderei. Danke, was du mir da zu Tisch gebracht hast. Und ich werde es jetzt aufessen. Ja, hat mich auch sehr gefreut, so eine Ehre zu bekommen, da zum Plaudern. Und ja, ich hoffe, dass die Gäste das annehmen werden und gut besucht wird. Vielen Dank. Das wünsche ich dir. Und das hoffen wir. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit mir wieder vorbeigeschaut habt. Bis zum nächsten Mal vorbeigeschaut. Grüß euch.